25. wahrscheinlich, bis auf weiteres letzten Pressetermin in der laufenden Saison. Ja, da haben wir eine Weile Runden sind gespielt. Ich freue mich, dass du wieder einmal da bist. Nach langer Zeit, beim ersten Mal, beim letzten Mal. 31 Runden sind gespielt, das verdient jetzt also den letzten Spieltag. Ja. Was sind so deine Gefühle dazu? Gefühle dazu? Das ist, ich habe jetzt gerade einmal nachgeschaut, bei der Auftrittspressekonferenz bei der Österreichischen Bundesliga, das ist jetzt ein Jahr her, das war der 23. Juli 2019, habe ich gesagt, wir sind Abschiedskandidat Nummer 1. Es wird bis zur letzten Runde gehen und unser ganz, ganz großes Vorbild ist der DSV Hattach. Die sind in der letzten Runde, haben sie einen Sieg gebraucht gegen die Admira und dann in der Bundesliga geblieben, da Traditionsvereins abgestiegen. Und das ist genau das Gleiche bei Heuer eigentlich. Mit der Bundesliga und einem Traditionsverein muss dementsprechend dann absteigen. Also, es ist leider blöd, weil ich da meine Prophezeiung wahr geworden ist, jetzt natürlich früher erledigt oder vor 5 Wochen aus dem Krankenhaus nach dem ersten St. Tulpen-Mensch habe ich mich gemeldet und habe gesagt, das wäre der Stich, der Stecher am letzten Spieltag zwischen WSG und Admira. Das ist so einfach. Und ja, deswegen ist jetzt die Situation für mich nicht beunruhigend, sondern weil ich es vorhin ja gesagt habe. Oder auch vor 5 Wochen ist gesagt, natürlich hätte man es anders gelöst, lieber, aber es ist so einfach, reden und jetzt nehmen wir es hin. Das ist ja unser Champions League-Finale jetzt eigentlich bei der WSG. Wirklich die ganze Saison verdichtet sich auf das eine Match ohne Verlängerung und Elfverschießen. Also wie stellt man eine Mannschaft darauf ein? Gerade nach den letzten Wochen, wo es ja nicht jetzt wirklich nach Wunsch gelaufen ist, wo man immer das Gefühl gehabt hat, es ist mehr drin, aber es ist halt dann anders ausgegangen. Wie geht die Mannschaft, wie gehst du betreut dich mit der Situation jetzt um? Ja, weil mich kennt ihr, der weiß eh, dass ich Ruhe ausstrahle und das probiere und ihn relativ weniger Platz ausflippe, aber intern werden natürlich auch die Fehler angesprochen, was müssen wir machen. Aber ganz ehrlich, es gibt nie die gleichen Probleme. Die kommen auch nicht nach die Rolle zu. Die wissen ganz genau, und dann sollte haben es zweimal gegen uns gespielt, 1-2 am Tirol, wir haben es Fetten gehabt und beim 3-0 in der Südstadt, wo wir klar die bessere machen. Wir haben zweimal klar die bessere Mannschaft gegen Admira, obwohl die zählt jetzt noch am Samstag alles nicht. Jetzt ist eine 50-50 Chance. Die Admira weiß ganz genau, wenn sie auf Unentschieden spielt, das geht schief. Die Admira muss auch was dazu beitragen. Und wir haben riesige und sind eine 50-50 Chance gegen die Admira. Ein Vorteil interessiert kein Mensch, dass es keinen gibt. Es geht darum, wer mehr will. Wir müssen clever agieren, aber mit kühlen Kopf, aber mit einem starken Herzen müssen alles rausladen, was wir haben. Wir können 16 gelbe Karten ausfassen, aber wir dürfen keine gelb-rote Karten ausfassen. Wir müssen endlich ein Spiel zu Ende bringen, zu 11. Dann werden wir uns auch nicht gegenseitig auf die Zunge steigen, so wie es die letzten Spiele war. Weil die letzten 4 Spiele haben wir für die 63 Minuten, glaube ich, 150 Minuten in Unterzeit gespielt. Und dass da im Unterplayoff nichts holst, das ist uns schon klar, wenn ich vorher nicht. Aber die Spieler haben die Fehler gemacht. Du hast angesprochen, ist die personelle Situation. Willst du, kannst du was drüber sagen oder gibt es wieder ein paar Überraschungen von deiner Seite? Ja, Überraschungen gibt es jetzt keine mehr. Wir müssen schauen, dass wir alles fit kriegen. Der Zyklus ist ja enorm. Durch das, dass das 10. Spiel ist in der 5. Woche, müssen wir mal schauen, etwa ein freies Training bzw. Generationseinreife, die Spieler, die viel gespielt haben. Ich kann da erst mal uns, was ich dann definitiv mehr, wer spielfähig ist und wer kaderfähig ist. Also ich kann halt nichts sagen, ich habe natürlich meinen Wunsch auf den Kopf, aber ob sie das aufgeht, werden wir dann sehen. Aber Fakt ist, die 18 müssen trainiert werden, die müssen am Samstag sich bewusst sein, dass es da um alles geht. So, eine letzte Frage noch meinerseits. Wie beurteilst du den Zustand der Mannschaft vielleicht auch mental, körperlich wissen wir, es ist natürlich nach den englischen Wochen ein Wahnsinn, aber auch mental, wie würdest du das jetzt sagen, angespannt, verzweifelt? Verzweifelt ist absolut falsch. Anspannend ist, glaube ich, jeder in der Situation, weil du ja natürlich weißt, jeder Fehler wird bestraft. Wenn ich jetzt hier in Mattersburg, wo unser Plan eigentlich mit 3 Innenverteidiger total stabil sein und so lange wie möglich die Null halten, und da machen wir noch 3 Minuten, ja, Wahnsinn. Die Spieler, Innenverteidiger, voll plötzlich in das Schema für die 80er als Rückmanndeckung, den Raum verlassen, der geht mit Stürmer aus dem Raum, der Raum öffnet sich und der Innenverteidiger von Mattersburg steht da plötzlich allein vom Pferdl, spielt eh dann noch quer, da macht er nichts, ganz ein blödes Meterfall. Also das wird komplett andere Plan, aber du siehst, dass die Spieler dann unter Spess komplett das Falsche machen und das ist auch dann mit der Grund, warum wir da hinten drin stehen. Aber es ist ja ganz klar, wenn der Spieler anders reagieren würde, würde er wahrscheinlich nicht bei der WSG spielen. Aber die Fehler machen in der anderen Mannschaft auch, wie man gesehen hat, mit mehrer. Und
Ja, es war bis zum Spieltag vor Schluss waren 4 Mannschaften um den Abstieg drin. Jetzt ist das Finale und der Schritt an und Gott sei Dank haben wir es in der eigenen Hand. Bitte mal eure Fragen. Was ist das am Samstag? Ist das ein Spiel oder ist das Überlebenskampf? Ist das Krieg oder so? Was ist das? Ja, ein klarer Überlebenskampf. Das ist ja logisch. Wer die finanzielle Schere zwischen 1. und 2. Liga weiß, wenn wir absteigen, gibt es auch bei uns einen kompletten Neuaufbau mit jungen Spielern. Das ist ja logisch, weil da hast du die medialen Rechte weggefallen und das ist halt bei Vereinen wie Admira, WSG, St. Pölten, Mattersburger essentieller Budgetbestandteil. Das ist so, das ist aber in der deutschen 2. Liga nichts anderes. Also der Abstieg ist existenzbedrohend für alle, außer für die Spieler. Die Spieler ziehen ein Haus weiter. Die Spieler ziehen ein Haus weiter. Erkündigt werden ja Trainer, Mitarbeiter, Physioabteilung, Staff im Büro drin. Der Spieler unterschreibt woanders den Vertrag. Und das muss ja die Köpfe der Spieler rein. Und wenn der Bio steht, Abstieg bei den Spielern. Ja, das ist ja nicht wahrscheinlich. Ja, bei manchen steht da 2 mit drin. Und bei mir natürlich auch, ich wüsste nicht. Also ich wäre mit und Fiers, ich sage, aber wenn wir es schaffen, ich sage, da müssen wir in Ruhe unsere Schlüsse ziehen, wohlwissend, wenn wir es schaffen, dass nächstes Jahr am ersten Trainingstag uns das Wasser wieder da rumsteht. Das ändert sich ja nichts für uns. Wir haben nach wie vor, wenn wir es schaffen, sehen wir Corona nicht mehr aus, das ist völlig uninteressant. Die haben andere auch. Wir haben 32 Spiele, davon haben wir 16 auf neutralem Platz und 16 Auswärtsspiele. Wo wir leistungsfähig sind, haben wir, glaube ich, gesehen gegen die Wiener Austria und ÖFB Cup. Wo es los ist, wenn wir in Worten stehen, im eigenen Haus. Und also das muss man dann alles bewerten. Weil ich habe ja gesagt, im Vorfeld, letztes Jahr habe ich gesagt, wir werden bis am letzten Spieltag das Wasser da rumstehen. Mit dem Wissen, dass wir kein einziges Heimspiel haben. Bedeutet das auch als mögliche Konsequenz der Trainer? Geht es da ja auch um deinen Job? Oder hast du das Gefühl, dass es nur um deinen Job geht? Nein, ja. Bin ich jetzt auf die Frage bin ich ja vorbereitet. Ja. Nein, ist ja logisch, das sind ja die Mechanismen, die normal greifen. Aber ich habe jetzt gerade geschaut, da draußen hängt das Foto. Das war der 20. Mai 2013. Da bin ich da als Trainer präsentiert worden. Wacker war in der Bundesliga, die Wiener Austria war Meister. Die Tabelle in der Regionalliga war 1. FC Liefering, 2. aus der Salzburg, 3. FC Kufstein, 4. WSG Wartens. Und wir sind hergekommen und haben gesagt, wir wollen den Verein in die Bundesliga führen. Mir, das waren die Indianer, der Kröcki und die. Wir haben den Verein in die Bundesliga geführt und jetzt wollte ich in die Bundesliga. Das ist meine einzige Aufgabe, was ich am Samstag habe. Und was dann noch passiert, wenn es nicht klappt. Über das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir keinen Gedanken verschwendet, weil für mich der Gedanke gar nicht tragbar ist. Den Verein habe ich in die Bundesliga geführt zu dritt und den Verein wollte ich in die Bundesliga. Wir haben uns damit einen Traum erfüllt und den wollen wir weiterleben. Die Indianer gibt ja nicht Joker, die haben sich gerade erst gefragt. Das ist schön zu hören, aber nur mal, wir heben uns da vielleicht ab. Wir sind vielleicht der FC Freiburg in Österreich. Man muss das alles realistisch bewerten. Und es war eigentlich schon, wie soll ich sagen, es hat sich eigentlich 2013, dann sind wir in der Finalliga, dann hat es geheißen, ja, die Relegationsspiele gewinnen sie ja sowieso nicht gegen Blau-Weiß Linz, dann ist die Flucht gefallen. Dann hat es geheißen, ja, das ist ja der Fixabsteiger in der 2. Liga. Plötzlich waren wir 5 und 3-mal in Wacker geschüttet. Und dann 2. Liga, ja, und jetzt 1-2 Meister, weil das geht ja nie aus. Letztes Jahr hat es geheißen, ja, die steigen nie auf. Früher ist es klar besser. Was haben wir gemacht? Wir sind aufgestiegen. Und heuer hat es ganz Jahr geheißen, die steigen an, die steigen an, die steigen an, die steigen an. Ich sage, das geht nicht aufsteigen. Und das versuche ich meiner Mannschaft täglich zu transportieren. Sie nicken mit den Köpfen, ob es dann drin gespeichert wird, ist andere Frage. Lisa, zu spät kommen und dann noch einen Krawall machen. Sein solltest. Das sind auch Menschen, wenn ja dann schon ältere Menschen sind in dem Fall. Aber da greifen auch da die Mechanismen, dass der Druck steigt. Aber ja, vielleicht sind wir den Dick routiniert. Wir haben ein Dick mehr Erfahrung drin. Wenn ich hernehme, wir am Samstag wieder alle drei werden spielen, gehen wir davon aus, haben wir 2 Länderspiele am Platz. Also Mira ist der einzige Spieler, der Jimmy Hoffa mit Länderspiel. Also ich sage, die Erfahrung ist ein großes Gut, aber es nutzt nichts, wenn es dann so eine Aussicht hast. Wie wir es die letzten Wochen gehabt haben.
Aber das ist natürlich die Punkte schon. Liest du denn Sorge nochmal die Leviten, weil der jetzt regelmäßig am Ausschluss gewandelt hat oder ausgeschlossen worden ist und neigt mitunter dazu, ein bisschen über die Stränge zu schlagen? Oder weiß der Bescheid? Nein, der weiß mit Sicherheit Bescheid. Wir haben die Szene in Mattersburg aufgearbeitet, wie ich es ja gesagt habe. Er ist natürlich ein Spieler, der sehr über körperliche Präsenz und Fucht einflüssen. Der definiert sich ja über Härte in die Luftkämpfe. Der verschafft sich dadurch natürlich Respekt. Er darf es nicht übertreiben. Wie du richtig sagst, Christoph, er wandelt teilweise an der Gelb-Roten. Und das ist halt dann in St. Pölten, wo er eh schon zum Austausch von mir, der Hager war schon fix fertig auf der Linie und dann macht er das blöde Foul. Also ich muss dann auch schauen, dass ich so schnell wie möglich reagiere. Wenn ich weiß, hoppala, jetzt ist die Grenze erreicht beim nächsten Schritt vom Tor, es gibt es Gelb-Rot. Das haben wir in St. Pölten, es ist einfach nicht mehr ausgegangen. Und in Mattersburg habe ich dann in der Halbzeit gesagt, jetzt muss Schluss sein, weil im Endeffekt, wo sie nur mehr im Schaden begrenzt und bei mir auch nicht gewusst haben, wie die Admira spielt, weil zur Pause in Mattersburg hätten wir ja gegen die Admira 4-0 gewinnen müssen. Was ja auch relativ unrealistisch wäre. Herze war in Mattersburg schon ein großes Thema auch. Wird das am Samstag wieder so? Ja, Mattersburg, wenn du schaust, das hat in Mattersburg noch 3 Gelbe gehabt. Das sind zwei Rote. Die waren fast immer schon. Ja, vorher. Da habe ich auch danach einen Schiedsrichter einen Vorwurf gemacht. Nach 30 Sekunden hat der Bürger dunkelgelb gefault und kriegt nichts. Der kriegt nichts auf der Mittellinie. Der hat den Koch verrammt. Koche war dann verletzt, hat nicht mehr weiterspielen können. Da passiert nichts. Bei uns natürlich Cabrera braucht man nicht drin. Suarez braucht man nicht drin, ansonsten war nichts. Da war keine Härte drin. Die Cabrera war unglücklich in der Situation. Suarez übermotiviert und dann ist okay. Das ist ja sehr viel zu brav gegangen, was wir geliefert haben, unabhängig dieser zwei Aktionen. Wir haben sie keine Gelb gehabt. Okay, das am Samstag auch gebraucht. Na, ich habe es jetzt erst schon gesagt, die Karten sind ideal. Ja, nein, du musst einmal ein taktisch faul im Mittelfeld ziehen und so weiter und so fort. Das musst du bewusst sein. Du musst auch einmal, ich habe clever den Matchplan. Es ist ja nicht so, dass wir keine Matchplan haben, aber wenn du nach zwei Minuten noch verteidigst, wie der Berti Fuchs oder die 70er, dass du dann Gegenspieler an die Outlinie aus sie verfolgst und dann Raum öffnest, dann wird es schwer. Und das sind aber dann die Mechanismen, wo es unter Druck fällt. Der ist ja das Wurscht, der Spieler, der ist ja ausgebildet worden bei Bayern München und verliert dann in einer Drucksituation Abstieg, Wasserstieg, darum völlig ein Muster, was er noch nie gehört hat. Einfach sichern wollen. Und da macht man dann oft in dem Sinn, dass man alles sichern will, macht man die größten Fehler im taktischen Bereich. Die letzten Spiele waren bescheiden, sagen wir mal so, oder? Was spricht für deine Mannschaft jetzt? Du sagst trotzdem, wir schaffen das am Samstag, wir kommen da drüber. Was muss da anders sein am Samstag? Ja, bescheiden. Bescheiden, ich habe es jetzt erst gesagt, in den letzten 4 Spielen haben wir 150 Minuten in Unterfeld gespielt, dass da permanent auf Anschlag kommst, auch gegen St. Pölten war gleich zu, gegen die Wiener Austria, dass die dann die Kraft hat, oder Mattersburg über 60 Minuten, dass die eher die Wand spielen mit einem mehr, das ist klar, aber bescheiden. Sieg jetzt, ja, kann man darüber reden, nur die Amerikaner schon, die haben gleich bescheiden Fußball spielen. Die können ja nicht mit so etwas sagen. Ich habe es zuerst gesagt, wir haben zweimal die Admira und dann zwei nicht mehr Soldaten an die Wand spielen. Wenn sie das analysieren und überlegen, dann sind sie mit zwei blauen Augen rausgekommen und in der Südstadt haben wir 3-0 gewonnen. Und der Baumeister hat dann gesagt, Gott, gegen so eine Schweiz kommt, muss der erst 3-0 verlieren. Aber die Admira können wir auch nicht mit so etwas sagen. Unmöglich. Also es wird die Nerven mit dem zusammen. Es sind da gute Spieler. Die Frage ist, ob es alles hat erhoffen, was du an dem Tag brauchst. Das ist die große Frage. Was machen denn die Spiele jetzt? Heute Morgen? Heute Morgen, ja, heute haben sie frei. Morgen haben wir Abschlusstraining am Tübeli und dann gehen wir ins Hotel. Gratulieren wir es. Und am Samstag können wir zum Match. Wir werden jetzt aufbereiten, die Auswärtsspiele. Auswärts ist auf Mattersburg, aber es ist eh ganz okay, was wir geliefert haben. Und deswegen. Wir werden natürlich Einzelgespräche suchen, ist klar. Wir sind auch mental in Betreuung, so ist es ja nicht. Die Spieler haben wir sind zwar Bundesliga letzter, aber wir sind ein Verein, der sehr, sehr viel bietet. Der Spieler kriegt ein Mentaltraining, das brennt alles der Verein. Wir arbeiten ja mit Mentaltrainern zusammen und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist der Spieler da, der uns die Leistung bringt. Ist das der erste
Wir sind sehr gut gefahren in der zweiten Liga. Da haben wir von den Tiroler Derbys immer die Kaserne gemacht, vor allem die ersten drei. Dann haben wir es lassen. Ja. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bitte Daumen halten, die Rollen mobilisieren, den Samstag, jede Unterstützung willkommen. Und